Zum letzten Weihnachtsgeschäft wurde der 100.000. Krimi von mir verkauft. Bei mir war es so, ich habe mir in Gedanken, bevor ich die erste Zeile geschrieben habe von den Simon Schweizer Krimis, eine Liste zusammengestellt von Leuten, die meine Bücher nicht lesen sollen. Leute, die zum Beispiel zum Lachen in den Keller gehen. Das macht man normalerweise als Schriftsteller nicht, weil man will ja unheimlich viele Bücher verkaufen. Humor ist für mich ein ganz, ganz großer Bestandteil. Wer meine Bücher kennt, der weiß das ja. Und bei einer ernsten Szene muss man auch ernst bleiben. Bei Morden oder wenn eine Leiche gefunden wird. Jetzt lache ich schon wieder. Nein, aber man soll dann wirklich ernst schreiben, ja. Ich hatte noch nie einen Plan, was das Leben angeht. Ich habe mich einfach treiben lassen, das war ja. Und zum Taxifahren bin ich gekommen, weil ein Freund von mir das gemacht hat. Und damals, als ich auf dem Gymnasium war, hatte ich einfach keine Idee. Und ich bin deswegen 21 Jahre lang Taxi gefahren, weil die Freiheit halt immens war. Durch das Taxifahren habe ich halt selbst viele Bücher gelesen, hauptsächlich nachts. Da hat man sehr viel Zeit an Halteplätzen. Und natürlich auch viele gute Bücher, viele schlechte Bücher. Bei den schlechten Büchern habe ich mir dann gesagt, das kann ich aber auch besser. Und so habe ich halt mit den Sachsenhausen-Krimis angefangen. Die ersten drei Bücher entstanden an den Halteplätzen in Frankfurt. Und erst als das dritte Buch fertig war, das war Tod im Äppelweih-Express, da konnte ich dann mit dem Taxifahren aufhören, weil das war dann sozusagen der Durchbruch. Ich schreibe unterschiedlich, also wenn ich zu Hause bin am Laptop, aber ich gehe auch manchmal mit dem Block in die Natur oder mit dem Heft und schreibe da eine Szene. In dem Moment, wo ich meinen Laptop einschalte oder einen Stift zur Hand nehme, bin ich kreativ. Da ist alles andere um mich rum weg und ich bin im Buch involviert, sozusagen. Also wenn ich mir das aussuchen könnte, würde ich lieber Bücher lesen als Bücher selbst schreiben. Aber ich mache auch nicht mehr als nötig. Ja.